Was sagen Sie dazu? Mein Name ist Rebecca Reinhardt, ich bin Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Hurluft. Und ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts der WBG, der größten deutschsprachigen Gemeinschaft für Wissen und Bildung. Wer war Heinrich Schliemann? Darum geht es heute und ich begrüße dazu die Archäologin Leonie Hellmeier. Hallo Frau Hellmeier. Hallo Frau Reinhardt. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein kann und etwas über Schliemann erzählen darf. Ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel über Gewinn und Verlust nachgedacht, weil ich denke so, wahrscheinlich ist es normal, geht vielen so, je mehr man sich sozusagen der Lebensmitte nähert, desto mehr zieht man ja auch Bilanz. Und ich habe mich gefragt, ja, was habe ich wirklich verloren? Was sind wirklich so meine größten Verlusterfahrungen? Was habe ich wirklich gewonnen? Und auch wenn es vielleicht ein bisschen banal klingt, aber ich habe wirklich so das Gefühl, mein größter Gewinn ist so ein gewisser innerer Reichtum, wo ich das Gefühl habe, das kann ich nicht mehr so leicht verlieren, was da irgendwie ja in mir drin akkumuliert ist, ja, an Impressionen, auch an dem, was ich gelesen habe und so weiter. Was den Verlust betrifft, ganz klar, ja, Menschen, die ich verloren habe, Menschen, die gestorben sind, die krank sind, auch natürlich eigene Gesundheit möglicherweise, die man noch verlieren könnte. Aber für mich persönlich sind auch schlimme Verlusterfahrungen Gegenstände, an denen ich sehr hing, ja, also an Erinnerungen. Und insofern glaube ich, dass diese Unterscheidung, die Erich Fromm einst getroffen hat, ja, zwischen Haben und Sein, nicht ganz so streng zu machen ist. Wie sehen Sie das, Frau Heim? Oh. Das sind große Fragen. Ja, ich sehe es eigentlich so ähnlich wie Sie. Also ich überlege gerade, was ich so... Ich glaube auch, bei mir ist es ganz stark dieser innere Reichtum, also so, dass ich das Gefühl habe, mit dem Alter gewinne ich irgendwie immer mehr so eine innere Sicherheit vor allem, einfach in dem, was ich tue. Und ja, genau, und vom Verlust her, also ich denke, es ist so, ich habe jetzt gemerkt, so es hängt immer einfach so von der jeweiligen Lebensphase ab. Also ich für mich selbst kann zum Beispiel sagen, ich... früher fand ich es immer ganz schlimm, wenn ich immer älter wurde und der nächste Runde Geburtstag kam. Aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, es kommt einfach immer mehr Sicherheit dazu. Und das finde ich für mich selbst irgendwie sehr wertvoll mittlerweile. Schön. Und schön. Ja, genau. Also das ist jetzt so, was mir so auf Anhieb daraufhin einfällt. Und genau, ich bin auch einfach froh um das, was ich habe und was ich irgendwie nie verlieren musste bislang. Also gesunde Familie, Gesundheit allgemein. Und ich denke auch gerade so in den Pandemiezeiten habe ich das noch mehr, weiß ich auch noch mehr, so diese kleinen Dinge zu schätzen, einfach die tatsächlichen Dinge. Der Mann, der Troja erfand, das ist Ihr neues Buch, um das es heute geht. Es ist eine Biografie Heinrich Schliemanns. Es geht um niemand Geringeren als jenen Mann, der vom Lagergehilfen zum reichen Geschäftsmann avancierte und von dort nochmals eine Metamorphose vollzog, nämlich die zum Forscher, zum Weltreisenden, zum Entdecker versunkener Welten. Und das Schöne ist, also Ihr Buch ist sehr gut lesbar, sicherlich auch für totale Novizen der Archäologie oder Leute, die sich bisher noch nicht so viel mit 19. Jahrhundert befasst haben. Es ist sehr gut lesbar, aber sie zeigen uns eben auch so Seiten von Schliemann, die vielleicht nicht so ganz bekannt sind, seine schwierige Kindheit, auch seine Beziehung zu Frauen sehr interessant und vor allen Dingen auch seine große, große Begabung, ja, zur Inszenierung seiner selbst und zur Inszenierung seiner Reisen, seiner Geschichten rund um Troja, Mykene und so weiter. Was mich mal interessieren würde jetzt zu Beginn, was hat Sie als allererstes gereizt, ja, an diesem Sujet Schliemann? Warum haben Sie das Buch geschrieben? Also bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich eigentlich auch Heinrich Schliemann vor allem primär als den Troja-Entdecker gekannt. So wie eigentlich wahrscheinlich so ziemlich jeder andere. Und ich fand es dann
als ich mich mit seiner Biografie mal eingehender beschäftigt habe, fand ich es total spannend zu sehen, dass hinter diesem Mythos, den er um sich selbst geschaffen hat, und wie Sie sagen, er war ein Mann der Selbstinszenierung ohnesgleichen. Und umso spannender, glaube ich, fand ich es, einen Menschen dahinter zu entdecken mit ganz grundlegenden menschlichen Eigenschaften zunächst und aber auch eine sehr vielschichtige Persönlichkeit. Also er war eben nicht nur der Entdecker, der Archäologe, sondern er war eben auch der reiche, der sehr erfolgreiche Geschäftsmann. Er war ein Kosmopolit, das muss man auch sagen. Also er hatte Talente, er konnte sich selber Sprachen autodidaktisch beibringen und beherrschte am Ende, glaube ich, 17 Sprachen oder so. Und das andere war auch so eben diese, also was ihn auch gerade so talentiert machte, war irgendwie, dass er so ein Gespür eben für die Zukunft hatte. Also irgendwie so wusste, wo es hingeht und welche innovativen Ideen vielleicht genutzt werden könnten. Also er hatte ein Interesse dafür. Was ich total spannend fand, war seine Ruhelosigkeit. Also Schliemann ist eigentlich, soweit ich weiß, kaum in seinem Leben mal mehrere Monate an einem Ort geblieben. Also bis auf die Zeit seiner Kindheit, das ist was anderes. Aber als er erwachsen war, da ist er wirklich sehr getrieben eigentlich durch die Welt gereist und wollte immer alles aufsaugen, was er so sehen konnte. Er war unglaublich interessiert einfach. Und was ich da dann wiederum total spannend fand, war, dass das irgendwie auch das Lebensgefühl einer ganzen Epoche widerspiegelt. Mhm. Also gerade so diese Ruhelosigkeit, die ich bei ihm gesehen habe. Manch einer, es gab einen Neurologen im 19. Jahrhundert, der sprach von der wachsenden Nervosität unserer Zeit. Und ist das die Neurasthenie, von der man da immer so oft gelesen hat? Neurasthenie oder wie hat man es genau bezeichnet? Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Da bin ich jetzt gerade überfragt, was da der fachliche Begriff ist. Ich hatte nur das eben gelesen von, ich glaube, er hieß Wilhelm Erb, war eben einer der Experten, ich meine aus Österreich, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte er eben so das erkannt, diesen Druck, den die Gesellschaft immer mehr bekam. Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Epoche, da war zum Beispiel die industrielle Revolution, und die wird wiederum von den Folgen her fast gleichgesetzt mit der neolithischen Revolution. Also es entstand wirklich mit diesen ganzen neuen Erfindungen ein ganz neues Verständnis von Raum und Zeit. Und deswegen, also ich fand es total spannend zu sehen, dass diese Biografie mir nicht nur über das Schicksal eines einzelnen Menschen etwas sagt, sondern eigentlich über das Schicksal eines ganzen Jahrhunderts. Sozusagen. Und der letzte Punkt, den ich sehr faszinierend fand, ich habe gerade so, als ich das Buch zu Ende geschrieben habe und so rückblickend nochmal festgestellt habe, dass ich, also was Schliemann so beschreibt in den Briefen von sich selbst und diesen Druck, den er die ganze Zeit spürte, diese Getriebenheit, ich habe mich dem Ganzen so sehr, ich konnte das total gut nachvollziehen irgendwie. Und ich habe mich oft gefragt, ob das jetzt wirklich 200 Jahre sind, die zwischen mir und Schliemann liegen. Und ich glaube, das wird auch manch einem Leser so gehen, dass man einfach merkt, damals ist in dieser Zeit hat sich etwas entwickelt, was uns bis heute prägt. Absolut, also so habe ich es auch gelesen. Für mich ist es auch extrem hängen geblieben, wie so ein Leitmotiv seiner Persönlichkeit, dieses Getriebensein, dieses Rastlose. Ja, Sie haben gesagt, er war insofern ja auch Kind seiner Zeit, als es da auch aufgrund der industriellen Revolution die Erfahrung erstmals machte, damals der Beschleunigung. Und Beschleunigung ist ja tatsächlich etwas, ja, das sozusagen jetzt fortgeführt wird im Zeitalter der Digitalisierung. Er machte, wie Sie schreiben in Ihrem Buch, als Geschäftsmann erstmal Karriere und er zog dann Mitte des 19. Jahrhunderts nach St. Petersburg. Von dort wiederum kam es dann zu dieser erstaunlichen Wandlung, dass er nochmals sozusagen mutierte und Forscher und Entdecker wurde. Also diese zweimalige Verwandlung, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen konkreter schildern, wie das alles vonstatten ging. Ja, also
Da möchte ich mal ganz kurz noch mal einen Blick in die Kindheit zurückwerfen. Also Schliemann stammte aus sehr armen und zerrütteten Familienverhältnissen. Seine Mutter starb, als er 9 Jahre alt war. Und sein Vater provozierte daraufhin einen regelrechten Skandal, als er seine Geliebte ins Haus holte. Kaum war die Mutter gestorben. Und das war ein kleiner Ort, in dem Schliemann aufwuchs. Und der Vater wiederum, der war der Pastor dieser Gemeinde. Also eigentlich hatte er eine moralische Vorbildfunktion zu erfüllen. Umso schlimmer war es und umso mehr wurde letztendlich auch Familie Schliemann dann geächtet. Das heißt, Schliemann wurde aus seiner Familie sehr früh rausgerissen. Er musste zu einem Onkel ziehen. Und dann kam auch schon die erste herbe Enttäuschung. Er durfte nicht aufs Gymnasium gehen, weil sein Vater sich das nicht leisten konnte. Und er war dann mehr oder weniger gezwungen gewesen, eben eine Ausbildung zum Kaufmann zu machen. Und diese Enttäuschung, die ist wirklich schon ziemlich am Anfang seines Lebens und man liest aber von der noch Jahre, Jahrzehnte später in seinen Briefen. Also das hat ihn wirklich gewurmt, dass er nicht eine akademische Laufbahn angehen konnte. Und wie Sie sagen, er ist dann eine große Station in seinem Leben war dann St. Petersburg. Er war mittlerweile zwar auch erst so Anfang 20, aber hatte schon eine erstaunliche Karriere hinter sich gelegt. Einer seiner Vorteile war, dass er Russisch, als einer der wenigen Europäer Russisch konnte. Das hatte ihm Türen geöffnet in St. Petersburg. Er ist wirklich so in die High Society nach oben gestiegen, hatte da so sehr gute Kontakte, mit denen er gute Geschäfte machen konnte. Und auch interessant finde ich da wiederum, dass er da irgendwann anfing, jede Woche einen kleinen gebildeten Kreis von Fachmännern zu sich einzuladen. Und die referierten dann über verschiedenste Themen. Das war noch gar nicht auf Archäologie spezialisiert. Ein Salon? Eine Art Salon? Ja, so eine Art Salon, genau. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Schliemann, eigentlich ein Außenseiter in diesem Kreis, der Einzige, der nicht studiert hat, sitzt da, genießt einerseits diese Vorträge sehr. Also er hat auch einmal geschrieben, die Vorträge, die ihm am besten gefallen, die lernt er auswendig. Und das hat er auch gemacht. Aber zugleich spürt man auch den Frust in dieser Zeit ganz besonders. Er schreibt in einem Brief an eine Tante, dass er in wissenschaftlicher Hinsicht sein Leben lang ein Stümper bleiben wird. Und ich finde, da spricht sehr viel von dieser Enttäuschung nochmal heraus. Und somit, also wenn man das so ein bisschen im Hintergrund sieht, ist es gar nicht so überraschend mehr, dass er dann, er war dann mittlerweile eben ein Millionär geworden und setzt sich irgendwann zur Ruhe. Schrieb sich zu einem Studium an der Pariser Sorbonne ein, für zunächst Philologie, Philosophie, also das war auch noch nichts mit Archäologie und fing dann an zu reisen. Also da merkt man so richtig so, jetzt geht er schon mehr diesem inneren Wunsch nach, eigentlich ein Forscher werden zu wollen. Und ich finde so, das absolute, der große Schlüsselmoment ist dann 1868 erst, als er eine Reise nach Ithaka macht und zum ersten Mal sich wirklich auf Homers Spuren begibt und dort mit Homer in der Tasche durch die Gegend wandert und den Palast des Odysseus entdecken will. Und da nur kurz noch, also nochmal zu der Frage, ich finde, spätestens da entwickelt sich diese Metamorphose und rückblickend ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, dass er irgendwie in diese Richtung gehen wird. Das finde ich wahnsinnig spannend, Ihnen da so zuzuhören, weil ich muss da spontan so an Nietzsche denken. Werde, der du bist. Man hat so das Gefühl, ja, er wird ja dann wirklich zu dem, der er eigentlich ist, also aus seiner subjektiven Warte, absolut. Also weil Sie sagen eben, Troja, Homer, dieser Mythos Troja hatte ja Schliemann schon als Kind fasziniert und sehr viel später, dank seines ungeheuren Entdeckerdrangs, sollte er ja tatsächlich die Überreste des bronzezeitlichen Trojas entdecken. Können Sie das uns ein bisschen schildern, wie das war? Ja, genau. Also laut den Aussagen von Schliemann hatte er diesen Kindheitstraum schon, also eben mit 9 Jahren oder so. Also er schreibt in seiner Biografie tatsächlich, dass er an einem Weihnachtsabend von seinem Vater eine Weltgeschichte geschenkt bekam. Und in diesem Buch sah er eine Abbildung von dem Helden Aeneas, der aus dem brennenden Troja flieht. Und er meint, dass dieses Bild so einen großen Eindruck auf ihn gemacht hat, dass er daraufhin zu seinem Vater sagte, ich werde eines Tages die Mauern von Troja ausgraben. Mhm.
Und also nur kurz dazu, es wird heute stark angezweifelt, dass diese Geschichte so stimmt. Das ist wieder ein Beispiel für seine Selbstinszenierung, dass er versucht hat, in dieser Biografie, die er geschrieben hat, irgendwie nachwirkend seinem Leben von Anfang an einen Sinn zu verleihen. Aber nichtsdestotrotz, also wenn wir nur auf die Quellen gehen, dann sehen wir so dieses erste Interesse an Homer eben 1868 auf der Reise, die auf Ithaka beginnt. Und von dort aus, also als er dann so spürt, dass er einfach weiter auf Homers Spuren schreiten will, zieht es ihn von dort aus weiter nach die Türkei, an die Dardanellen, wo er dann zu einem Dorf als nächstes fährt, zu einem türkischen Dorf namens Funabashi. Mhm. Und es gab eben schon zu jener Zeit eine relativ unangefochtene These, die Funabashi-These. Da ging es darum, dass man glaubte, dass Troja irgendwo dort gelegen haben muss. Und die ganze These stützte sich eigentlich vor allem darauf, dass es dort eine relativ auffällige Berggruppe gibt, die an eine Burganlage erinnert. Und Schliemann schaute sich das an und auch wieder, also er gibt es so wieder, dass er angeblich eben von Anfang an auch wusste, dass das einfach nicht der Ort sein kann. Er hat das wieder mit Homer verglichen, mit den Versen, die da stehen, und hat gesagt, allein schon der Abstand zum Meer ist viel zu groß. Das kann nicht so gewesen sein. Und er war eigentlich gerade schon wieder auf der Abreise und begegnete dann ganz zufällig einem Mann namens Frank Calvert. Das war ein Mann aus einer britischen Konsularsfamilie, die dort lebte in der Region. Und Calvert kannte sich auch in dieser Region sehr gut aus, war auch sehr interessiert an Archäologie und überzeugte Schliemann daraufhin, mit ihm mitzukommen und einen Hügel namens Hisarlik anzuschauen. Calvert kannte deswegen, also war auch, besaß einen Teil dieses Hügels und war davon überzeugt, dass dort eine Siedlung drunter liegt, eine alte Siedlung, wenn nicht gar Troja. Und erst dadurch wurde Schliemann auf diesen Hügel aufmerksam. Und das muss ihn aber so überzeugt haben, dass er daraufhin wirklich, also die Ereignisse überschlugen sich sozusagen. Er begann dann schon wenige Monate später mit den ersten illegalen Grabungen vor Ort. Fing auch von Anfang an richtig aggressiv in die Erde reinzugraben. Also es war schon bald klar, dass es da eine Siedlung gegeben hat. Aber was Schliemann interessierte, war vor allem die Zeit, in der der Trojanische Krieg stattgefunden haben soll. Und da grub er sich runter. 3 Jahre später machte er dann die große sensationelle Entdeckung vom Schatz des Priamos. Er taufte ihn selbst zu den Schatz. Das zeigt auch wieder, wie er einfach, also dadurch hat er das Ganze auch unglaublich medienwirksam gemacht letztendlich, dass er schon den Schatz selbst so tituliert und war eben überzeugt davon, dass er jetzt in der richtigen Schicht ist und das gefunden hat, was er finden wollte. Wir wissen natürlich heute, dass er zu tief gegraben hatte. Er war in die Bronzezeit vorgedrungen. Aber so geht die Geschichte letztendlich zu Ende. Er hat so oder so einen Meilenstein der Archäologie eigentlich ausgegraben. Ja, Sie haben schon so ein bisschen auch geschildert, wie geschickt er eben ja seinen genuinen Forscherdrang und seine echten Entdeckungen verband mit der Inszenierung seiner selbst. Sie nennen ihn ja sogar, Heinrich Schliemann, ein Pionier der Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte an dieser Stelle auch mal darauf hinweisen, dass Ihr Band sehr schön und reich illustriert ist, auch von Fotografien Heinrich Schliemanns, und sehr schön auch das Foto, das man auf dem Cover sieht, nämlich Schliemann im orientalischen Kostüm. Also das ist sehr, sehr vielsagend, sehr, sehr spannend, ja, weil man eben sieht, dieser Mann ist wirklich fokussiert. Also ich denke auch, oder könnte mir vorstellen, dass auch die Kinder aus zweiter Ehe, die er Agamemnon und Andromache getauft hat, dass die auch möglicherweise doch einfließen, also diese Art von Namensflossen, dass die auch einflossen, diese Art von Namensgebungen in seine Gesamtstrategie. Also was ich in der Hinsicht auch spannend finde, ist, dass er den Armen im Haushalt immer auch Namen gab, die von den trojanischen Helden gewesen. Also eine Amme musste sich Briseis zum Beispiel nennen und genau. Also das. Aber ich finde, das wiederum zeigt eher so als seine exzentrische Seite. Aber nichtsdestotrotz, also Schliemann ist auf jeden Fall einer der Ersten, die irgendwie wussten, das öffentliche Interesse an der Archäologie für sich zu nutzen. Und
das zeigt auch wieder, dass er irgendwie am Puls der Zeit war. Das war gerade so das Entstehen der Massenpresse und die Informationsdichte wurde immer größer, die Öffentlichkeit wurde viel mehr wahrgenommen und eben hatte jetzt überhaupt erst die Möglichkeit, irgendwas zu erfahren. Und und das Spannende ist, dass Schliemann von Anfang an, von der ersten Grabung an, eine sehr konsequente Kommunikation mit der Presse verfolgte. Also er schickte regelmäßig Beiträge und Berichte hin, dem, was er entdeckte. Und das war für die damalige Zeit sehr unkonventionell. Die Fachkreise, die blieben eigentlich lieber unter sich. Interessant finde ich auch, dass gerade in der Zeit so der Begriff des Elfenbeinturms eine neue Bedeutung gewann. Das war dann der Wissenschaftler, der in Abgeschiedenheit forschte und zwar nicht für jemand anders, sondern allein der Forschung wegen, allein für sich selbst. Und das, was Schliemann tat, das war ja völlig das Gegenteil davon. Also er ging da wirklich neue Wege und band die Öffentlichkeit mit ein. Und der andere Punkt, warum er so ein Pionier der Öffentlichkeitsarbeit ist, ist letztendlich auch seiner Begabung zu verdanken, dass er konnte einfach sehr gut schreiben. Also die Berichte, die veröffentlicht wurden in den Zeitungen, die hatten einen tollen Stil, die waren sehr unterhaltsam. Und da ging es, er zählte nicht nur die trüben Fakten auf, wie andere Fachkollegen, sondern er konnte Stimmung erzeugen, er konnte Spannung aufbauen, wenn er dann beschrieb, wie er den Schatz unter schwierigsten Hindernissen irgendwie verstecken musste und bergen musste. Und das zeigt einfach, dass er da auch so ein Talent dafür hatte. Und was ich total klasse finde, ist, das finde ich, zeigt einfach, dass da würde jeder PR-Stratege heute wahrscheinlich seinen Hut vorziehen, nämlich die Tatsache, dass er, bevor er sein Buch über die trojanischen Ausgrabungen veröffentlichte, ließ er ein Bild im Umlauf bringen von seiner Frau Sophia, wo sie den trojanischen Schmuck trägt, also den Schmuck aus dem Schatz. Und sie ist zum einen eine wunderschöne Frau gewesen, aber durch diesen Schmuck sieht sie dann wirklich aus wie eine trojanische Prinzessin. Und es hätte keine bessere Werbung geben können als sowas ein paar Monate vorher. Es gab ein riesiges Medienecho und letztendlich hat Schliemann es geschafft, sich selbst und sogar seine Frau mit dem Schatz und mit der Entdeckung weltberühmt zu machen. Und er prägte nicht zuletzt damit eigentlich auch mit diesem Stil, wie er die Dinge veröffentlichte, so dieses Bild, das wir bis heute fast klischeehaft vom Archäologen haben, so dieser Abenteurer-Archäologe. Gut, aber er schaffte ja sozusagen auch tatsächlich etwas mit seinen unkonventionellen Grabungsmethoden. Was sind denn so aus heutiger Sicht seine wahren Innovationen? Also zu seiner Zeit war vor allem das Fach der klassischen Archäologie akademisch etabliert. Und die klassischen Archäologen, die hatten so in der Tradition von Winkelmann eine sehr kunstgeschichtliche Vorgehensweise. Also die sahen die Funde, betrachteten die eher wie Kunstwerke. Und somit war das alles noch so, es ging noch so in eine sehr einseitige Richtung, das Ganze. Die Grabung von Schliemann wiederum ist eigentlich mehr oder weniger so der Prototyp einer interdisziplinären Siedlungsgrabung gewesen. Er hat, was ich so innovativ finde, ist, dass er bereit war, Experten ins Boot zu holen, und zwar auch aus ganz anderen Fachrichtungen. Einer seiner engsten Kollegen am Ende war Rudolf Virchow, einer der ersten Prähistoriker von Deutschland, und der zum Beispiel sehr naturwissenschaftlich vorging. Also der arbeitete vor allem nach reiner Autopsie. Oder Wilhelm Dörfeld, der hatte so gute Kenntnisse über die Stratigraphie und verstand es, die komplexe Abfolge von den Siedlungsschichten in Troja zu erkennen. Und dadurch das war dann letztendlich eben nicht nur eine archäologische Grabung, sondern die Geografie wurde untersucht, die Botanik, Kleinfunde wurden ins Visier genommen. Zum ersten Mal interessierte man sich für Scherben, für Tierknochen, für Speisereste. Und das war wirklich innovativ für die damalige Zeit. Es ist auch wirklich, also die Grabung von Schliemann ist so mit der Beginn aufwendig angelegter Grabungen, die einfach so hochkomplex eigentlich sind. Und das denke ich, ist zum einen das Innovative, was er gemacht hat, und zum anderen auch, wie er an die Öffentlichkeit ging, wie er die Ergebnisse präsentierte. Also er ist einer der Ersten, der in seinen Publikationen zum Beispiel auch Fotografie verwendete und überhaupt sie sehr reich bebilderte, die Bücher.
da sieht man einfach wieder, dass Schliemann so ein Riecher für die Zeit hatte. Also er interessierte sich für die neuen Ideen. Und ich bin der Meinung, dass er gerade dadurch, dass er so einen Sinn für die Zukunft hatte, auch einen neuen, anderen Blick auf die Vergangenheit gewinnen konnte. Super spannend. Wenn Sie das nochmal so zusammenfassen wollen würden, was würden Sie sagen, was ist sein wirklich bleibendes Vermächtnis, das sicherlich multipel aus verschiedenen Aspekten zusammengesetzt ist, nach allem, was wir jetzt gehört haben? Ja, also ganz das, wofür ihn jeder kennt, das ist sicherlich eines seiner wichtigen Vermächtnisse, um wieder darauf zurückzukommen. Er ist nun mal derjenige, der eigentlich eine ganz neue Fachdisziplin, wenn auch unbeabsichtigt, ergraben hat. Er hat die Bronzezeit entdeckt und die kannte man eben vorher noch nicht. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Und eben, dass er Troja, also das vermeintliche Troja, ausgegraben hat, das ist einfach ein Erinnerungsort gewesen mit einer unglaublich großen Bedeutung für Europa. Das war seit Jahrtausenden im kulturellen Gedächtnis drin. Und er hat es wirklich geschafft, diesen Erinnerungsort auch wirklich zu verankern, an, also geografisch sozusagen. Und letztendlich schaffte er es auch nur dadurch, als Amateur irgendwie in dieser Fachwelt zu bleiben, weil er hatte schon sehr viel Kritik, also ihm wurde schon sehr viel Kritik entgegengebracht, aber gerade weil er so einen wichtigen Ort entdeckt hat, konnte die Fachwelt ihn nicht einfach ignorieren. Sie musste sich mit diesem verrückten Mann irgendwie auseinandersetzen. Und genau, und ich glaube, also was ich auch ein sehr wichtiges Vermächtnis finde, ist tatsächlich sein Nachlass. Er hat mehr als 60.000 Briefe geschrieben, er hat Tagebücher hinterlassen, Notizzettel, Sprachübungshefte, Publikationen natürlich. Und das ist einfach ganz klasse, dass wir eben noch so einen riesigen Quellenfundus haben und sehr viele Fragen noch gar nicht ausgewertet werden konnten und es einfach noch sehr viel Potenzial gibt. Also wir können immer noch nach 100 Jahren Forschung, gibt es noch ganz viel herauszufinden und zu entdecken, also dank seines Nachlasses vor allem. Der Mann, der Troja erfand, heißt Leonie Hellmeyers Buch über Heinrich Schliemann, das man überall im Buchhandel erwerben kann oder natürlich auch im WBG-Shop. Und wenn Sie, die uns hier zugehört haben, zugesehen haben, noch kein WBG-Mitglied sind, aber gerne eines werden möchten, dann können Sie sich Der Mann, der Troja erfand, das neue Buch von Leonie Hellmeyer, auch nach Hause kommen lassen als Geschenk. Meine letzte Frage an Sie, liebe Frau Hellmeyer. Haben Sie denn auch noch eine persönliche Sachbuchempfehlung für alle Freunde des Lesens, der Bildung und des Wissens? Also ein Sachbuch hat mir in den letzten Jahren besonders gut gefallen. Das ist das von Florian Illies 1913, Der Sommer des Jahrhunderts. Und ich habe das kurz gelesen, kurz bevor ich mein Buch angefangen habe zu schreiben. Und ich fand es sehr inspirierend. Das war irgendwie, was mir gefallen hat, war, dass es eine scheinbar reine Aufzählung ist von Fakten und Anekdoten. Manchmal sind es nur wenige Sätze, die über eine Persönlichkeit geschrieben werden. Und ich fand es ganz toll, dass es trotzdem so unterhaltsam ist. Also irgendwie, dass er das schafft, mit dieser Schreibweise einfach ein unglaublich spannendes Buch zu schreiben. Schön. Vielen Dank, Leonie Hellmeyer, dass Sie hier waren. Danke für Ihre Zeit. Wenn Sie noch Fragen haben, Kritik, Anregungen, Anmerkungen zum Podcast, dann freue ich mich, freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben auf der Community-Plattform oder in den sozialen Medien, überall dort, wo die WBG vertreten ist. Was sagen Sie dazu?